Hallo und herzlich willkommen zurück bei Darkest Dungeon. Und zur Erinnerung habe ich euch nochmal eingeblendet hier. Der Blutfluch ist von allen betroffenen Helden entfernt worden. Wir sind vollkommen fluchfrei, Leute. Zum ersten Mal seit, ich weiß es nicht, Folge 1 oder 2 oder so, also auf jeden Fall, seit wir irgendwie das erste Mal auf irgendein Vampir getroffen sind, sind wir jetzt hier fluchfrei. Und entsprechend ja, haben wir alle Freiheit in der Welt, jetzt hier weiterzumachen. Ich denke, wir werden uns in näherer Zukunft noch nicht mit dem Wien Comte auseinandersetzen, weil der auch Experte ist. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich könnte mir vorstellen, nochmal in den Bauernhof reinzuschauen. Weil da gibt es keine Vampire. Oder wir machen weiter. Labyrinth ist unnötig. Ruinen oder Meereshöhlen. Die Meereshöhlen. Mittellang-Experte. Ich habe nicht ganz so viel Zeit. Vielleicht wäre eine etwas kürzere Quest nicht schlecht. Guck mal, hier ist eine kurze Expertenquest. Da kriegen wir endlich ein Tambourin für den Narren, wo wir schon eins von haben, aber ist ja egal. Ich würde sagen, wir machen mal diese Expertenquest, weil ich gerne meine Expertentruppe mal gemeinschaftlich in den Einsatz bringen möchte. Kamarov noch etwas angeschlagen von dem letzten Event, aber 46 ist durchaus okay. Brisk hier. Sollen die beiden tauschen nochmal zur Sicherheit. Okay. Und wir schicken noch kurz Eutropia, den Sturm und Barbara eben in den Stressabbau. Das habe ich nicht vergessen. Barbara ist Säufer. Prost. Der Sturm, also ist Flagellant, ja. Ach, zum Glück ist jetzt auch völlig egal, in welche Kombination man die Leute schickt, weil ja keiner mehr den Blutfluch hat. Mensch, das ist ein großes Umdenken. Okay, Flagellant. Und dann haben wir noch gehabt Eutropia, die war nur nicht Glücksspieler, alles andere ist egal. Dann geht die auch mal ab an die Bar. Und alle so schalalalala. Ich glaube, ich hatte ja noch irgendwelches Verscherbezeug, wo man, ne. Die Zinnflöte, nur Aussätziger, ich erinnere mich, ich habe doch diesen, diesen wunderschönen Aussätzigen hier. Die macht mir 20% Stressschaden einfach so. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen wir den heidnischen Talisman für raus. Irgendjemand sollte den bei den Jüngern wieder kriegen. Aber guck mal, der kriegt überhaupt keinen Stress mehr. Jetzt mir so 30% Stress. Traum. Sehr gut. Okay. 40% erhaltene Heilung ist übrigens auch dick. Das ist eigentlich super für Leute mit so Selbstheilfähigkeiten, ne? Brisk, ja, oder wäre halt auch für ihn super, aber er hat wirklich jetzt eigentlich schon sehr, sehr coole Sachen. Na, lassen wir das mal. Okay. Wir gucken mal, ob wir unsere Level 5 noch in irgendeiner Form verbessert bekommen. Ah, warte mal, kriegen wir hier. Vielleicht, möglicherweise. Nein, wir brauchen noch weitere Zettelchen. 10 Stück an der Zahl. Das hier könnten wir höchstens machen, aber das verzichte ich tatsächlich mal drauf. Ich möchte mal auf das große Upgrade sparen. So, tatsächlich können wir hier was machen. Und zwar können wir hier die Ausbilderexpertise machen. Fähigkeiten bis Stufe 5. Und das wollen wir auch haben. Das ist voll damit. Es gibt keine Fähigkeiten der Stufe 6. Die Gilde können wir bei Zeiten aber trotzdem mal fertig machen. Das ist auch gar nicht mehr so viel. Und dann gucken wir jetzt mal. Oh. Sollten wir vielleicht auch drin bleiben, dass wir jetzt alle auch entsprechend kriegen. So, kurz mal schauen. Also, den Giftteil benutze ich ständig. Oh, da kommen wir sogar zweimal Level. Die Hacke benutze ich gelegentlich. Die Flitzen durch benutze ich oft. Den Dolchwurf benutze ich super selten. Ich überlege, ob ich den rausschmeiß. Was macht der nochmal ganz genau? Der macht, ist gut gegen gezeichnet, womit ich nicht so viel spiele. Ansonsten ist das ein Fernkampf mit 90% Schaden, der mich selber bufft und einen Bonus gegen Vergiftete macht. Ja, ich müsste die Dinger halt irgendwie abwechselnd werfen. Hacke ins Gesicht ist übrigens auch so ein Notfall-Ding, wo man ja jetzt steht auf zweite Position, jetzt kann er sogar benutzen gleich. Ich skill das, glaube ich. Ja, wenn ich das nicht skill, benutze ich es noch weniger. Das fand ich doof. Naja, also das ist halt die andere Variante, sie zu spielen, ne, mit Verschwinden und so. Das machen wir nicht. Das ist ein Selbstbuff. Okay, also wenn wir den Dolch austauschen, dann gegen... Naja, wir tauschen den gegen nichts aus, wir nehmen den mit. So. Voll aufgewertet.
Dann der Jutebrisk, oder? Ne, machen wir erstmal Margret tatsächlich. Die Heilerin ist eigentlich das Wichtigste. So, fertig. Können wir das verkaufen, weil ansonsten können wir das gar nicht leisten, ja alles. Diese Tasche hier kann auf jeden Fall weg, jawohl. Minus Stressschaden bei. Also wenn es hell ist, weniger Stress. Wenn es. Okay, Stressfähigkeiten. Das ist mir zu kompliziert. Ich glaube, das schmeiße ich weg. Da finde ich jetzt eh gleich ein neues von. Falls ich das denn haben wollen würde. Okay, ach, ich wollte gerade sagen, die Peitsche des Barons kann man nicht verkaufen. Wunderbar. Das ist auch. Das Blödsinn hier ist genau weg. So. Dann schauen wir mal nach Brisk. Du kannst. Ach so, ja, die haben mir eine Fähigkeit mehr gegeben, als du hast. Und zwar den Wachhund. Den benutze ich im Moment nicht. Also, wir machen wie über den Biss und die Hetzjagd und den Pfiff. Und ich glaube, das Wundenlecken behalten wir. Ich finde das immer ganz gut. So, und Ulfi, du bist der Letzte im Bunde. Du hast auch fünf Fähigkeiten. Ich glaube, das hier mal rausgeschmissen, das Läutern. Naja, also auf jeden Fall mal die Hackfähigkeiten und die Heil- und Stresslinderungsgeschichte. Und jetzt haben wir schon nur noch 2300 Geld. Wir sollten vielleicht nicht noch was kaufen. Ist nicht ganz so dramatisch, weil wir. Oh, nein, 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 nein. Keine Einladung für den Komplett verbrauchen, um Himmels Willen. Was wollte ich machen? Ich wollte hier in den Wald, wenn ich mich recht entsinne, ne? Kurze Expertenquest, genau, da wo es das Tamburin gibt, ich erinnere mich. So, wir haben schon eine Schippe, das heißt, wir bleiben noch bei einer Schippe. Wir nehmen ein Stack Nahrung mit, der reicht uns der eine. Ein Stack Fackeln, der wird uns auch reichen müssen. Ein Schlüssel. Wo sind wir? Im Wald? Im Wald, im Wald. Da wohnen der Räuber. Puh, ja, ne, lassen wir es gut sein, oder? Dann machen wir wirklich hier Minimalausstattung, oder? Ja. Wir haben noch 20 Blut auf Halde bei uns, das finde ich super. Mehr Fackeln brauche ich nicht. Mehr Essen brauche ich nicht. Können sie alle selber heilen, außer Kamera auf. Noch ein Schlüssel, unwahrscheinlich, dass ich den brauche. Ich nehme mal eine Bandage, eine mit. Ein Weihwasser, ein Gegengift. Los geht's. Bring ausreichend Fackeln mit. Klar. Und trinken, übrigens, sehr wichtig. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Okay. Ja, ein langer Weg. Das ist ein sehr, sehr schlicht aufgebauter Weg durch den Wald. Wir brauchen 90% aller Räume, sprich, den letzten Raum müssten wir nicht zwingend machen. Und wir hauen direkt unsere Schaufel hier im zweiten Korridorfeld raus. Dafür ist hier sonst auch nichts. Dann erkunden, gnädigerweise. Also, Hindernisse sind jetzt nicht mehr unser Freund, aber. Oh Gott, hier ist ja alles leer. Wie war das noch? Also, du musst es sehen. Dann, ja, natürlich, der Held erkrankt. Widersetzt sich, sehr schön. Leere Kiste. Das ist ja mega aufregend hier im Wald. Hier ist einfach nichts. Das ist ein ordentlicher Fackelverbrauch. Genau, wir erkunden weiter, sehr schön. Kuriositäten und leere Räume, okay. Das ist ein. Gott sei Dank haben wir hier Experten dabei. Alles muss erkundet werden, ganz genau. Und ich kenne doch das Fleisch. Das ist tatsächlich gut. Lass es mal ein bisschen abdüstern. Wir erkunden weiter. Und der erste Kampf, und damit auch der erste Kampf auf Expertenlevel, der ist da hinten. Müssen wir erstmal noch den Flur hier durchgehen. Oh, sehr gut. Fackel, die Mauer direkt an. Ein Sack mit Klimpergeld. So, dann geht's in den Raum, in dem auch, glaube ich, nichts ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Ah, wir erkunden weiter. Aber wir sind ja sehr hervorragende Erkunder, Leute. Da kommt nochmal ein Raumkampf. Okay, also, wenn wir jetzt hier hingehen, ist auf dem zweiten Flurstückchen ein Kampf. Das heißt, wir fackeln uns auf jeden Fall hoch. Fackeln nicht lange. So, dann sammeln wir den Sack ein. Und dann schauen wir mal, was unser erster Expertenkampf denn so bringt.
Ja, okay. Habe ich jetzt nicht so mit gerechnet. Das 700. Ding von den Sternen, das kennen wir natürlich schon sehr gut. Ja, dann das Ding von den Sternen. Okay. Also zum jetzigen Zeitpunkt hat es übrigens ausreichend 25, Geschwindigkeit 4 und keinen Abwehrwert. Keinen. Ich wiederhole, keinen Abwehrwert. Ich hack jetzt einfach stumpf drauf. Und wie sieht es mit Betäuben aus? Schlecht sieht es da aus. Dann, ja, keine Ahnung. Irgendwie Schaden oder so. Phasennagen. Das ist auch kein besseres Ding von den Sternen, oder? Das hat 191 Leben. Ich kenne ja auch alle Fähigkeiten von dem Ding schon. Also ich habe das Gefühl, das ist das gleiche Ding von den Sternen, wie ich es schon tausende von Malen gesehen habe. Wir. Also das ist mit Rüstung durchdringen hier, die Hacke. Die brauchen wir später erst. Nehmen wir erstmal. Versuchen wir ihn mit Debuffs zu vorzuklatschen. 24 Schaden im Blutkreis, das ist natürlich eine Menge. Verheerender Pfiff gerne markieren wir hier. Oh, guck mal, hier können wir auch später den. Ach, verdammt, jetzt nicht. Ach doch, ich nehme gleich das und Leckel hier. So, okay. So, Rücke zu den Sternen. Das macht wieder hier so eine Tretmine. Das ist recht unproblematisch in dieser Konstellation. Dann nehmen wir jetzt das Leckerchen und fangen an zu beißen. 24 Schaden. Ulfi, du bist vergiftet und zwar richtig fies vergiftet. 7 Schaden pro Runde. Das heilen wir uns tatsächlich mal und dann zerschlägst du mal die Tretmine und lässt sich dann bitte heilen einmal von der guten Margret. Kriegst direkt 14 Schaden wieder zurück eingedrückt. Freue ich mich. Ich achte jetzt darauf, wann der Moment kommt, wo das Ding hier irgendwie Rüstung aufbaut. Ich weiß, das hat immer am Ende des Kampfes Rüstung. Ich finde es immer nicht, wo das herkommt. Lärm der Splitter macht es. Es hat immer noch keine Rüstung. Seht ihr, ne? Keine Rüstung hier. Rückkehrt zu den Sternen die zweite. Okay. Ja, mehr Giftpfeile, würde ich sagen dann. Nochmal 24 Schaden, das war gut. Wolfgang 12 geheilt, auch sehr schön. So, dann werden wir gekrittet. 80% Abwehr hat er jetzt. Plötzlich. Ich weiß nicht so genau, durch was er das jetzt bekommen hat. Das war minus. Ich habe leider den Text nicht gelesen. Minus 6 Geschwindigkeit und minus 25% Schaden. Jemand Schwäche in der Splitter. Vielleicht liegt es aber auch einfach an irgendeiner Lebenspunktegrenze, die er jetzt gerade unterschritten hat. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall kein besonders imposanter Gegner. Boah, das macht 21 Giftschaden hier, das Ding. Kein besonders imposanter Gegner, das geht wirklich alles. Wir pfeifen nochmal und machen hier den Abwehrwert kaputt. Jetzt hat er nur noch 50. 50 ist doch gar nicht mehr so schlimm. Und Kamarov an der Schwelle des Todes. Gegengifte sofort. Habe ich leider nicht, Kamarov. Da müssen wir uns. Das könnte eventuell dann Ableben bedeuten, wenn ich das hier so sehe, ne? Ja. Könnte es. Du kriegst noch zweimal Schaden. Das heißt, Margit muss dich gleich heilen. Wenn er vor Margit dran ist. Also es gibt ganz viele Konstellationen auf jeden Fall, in denen du jetzt dein Leben verlieren wirst hier. Aber ich kann ändern. So, jetzt ist nämlich er dran. Aber zum Glück haut er auf jemand anderen. Jetzt hätte ich dann doch gerne das Schützen des Hundes. Gott sei Dank, er wird betäubt. Dann machen wir die göttliche Gnade 12 Halters. Das ist gut. Das ist nämlich mehr als einmal Giftschaden. Und das explosive Verderben nimmt mir diese Hoffnung. So, ich würde sagen, du zerhackst hier mal 50% Abwehr aktuell. Oh, 4 Schaden war wenig. Rücke zu den Sternen. Kennen wir schon.
Fokus hebt die Betäubung auf. Schwäche in der Splitter auf Ulfgar wieder. So, und Kamarov wieder an der Schwelle des Todes zurück. Ich würde sagen, wir machen mal die Hacke ins Gesicht. Die blockiert doch. Das ist ein Schaden auch bloß. Tödlicher Schlag, das war's. Schwelle des Todes und tschüss. Nein, sie überlebt! Aber ihre Entschlossenheit wird auf die Probe gestellt. Sie wird jetzt selbstsüchtig auch noch. Lass mich die Beute beurteilen. Ja, machen wir auch gerne bei Gelegenheit. Aber erstmal müssen wir uns hier um andere Sachen kümmern. Ganz ehrlich, wie soll ich mir denn meinen Bonus holen, wenn ihr mir im Weg seid? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und wieder wird Kamarov göttliche Gnade zuteil. 14 bekommt sie. 7 davon frisst sie jetzt gleich durchs Gift. Und ich hoffe, das Ding von den Sternen. Es hat auch nur. Ach, es verliert auch jedes Mal, wenn es hier was auskackt. Lebenspunkte scheinbar, ja. Jetzt wieder 80%, okay. Ich würde sagen, wir fokussen es jetzt. Es blutet für 2. Es hat noch 11. Und den lähmenden Splitter daneben. Das ist gut. Komm, dann. Wie konnte ich mich nur auf diesen Schwachsinn einlassen, sagt sie. Und die Entschlossenheit von Ulfgard auch noch. Ulfgard, Tugendbold. Ja, ich glaube, der hat Gegenstände, die das verursachen, ne? Egal. Mit der Hacke hauen wir weiter unbeirrt auf das Ding ein. Und es hat noch 2 Leben. Das heißt, das ist seine letzte Aktivierung. Die bringt mich natürlich spontan nochmal in die Schwelle des Todes. Schwelle des Todes. Stress pro Runde. Aber wir widersetzen uns Gott sei Dank dem Gift. Das heißt, wir sollten fertig sein. So, jetzt keinen Fehler machen. Es kriegt noch einmal 2 Schaden. Das reicht genau, um es zu töten. Das heißt, ich werde jetzt nicht das Ding erschlagen. Aber ich muss leider das Ding erschlagen. Ah, super. Das hält mich trotzdem nur 5. Regen im Wald. Okay, mysteriös. So können wir nämlich noch ein paar Heals rausklauen. Wenn wir Glück haben. Rückkehr zu den Sternen ist keine richtige Aktivierung, das heißt, da triggert auch nicht der Blutungseffekt. Ah, okay, es hat sich jetzt totgekackt selber, kann man sagen. Es hat 2 Leben verloren durch das Ausscheiden dieses Kristalls. Erinnerungen der Mühle. Das Töten des Schläfers oder des Dings belohnt dich mit einer einzigartigen Währung, einer Erinnerung. Sammle diese Fragmente ein, um die Mühle in deinem Dorf wieder aufzubauen und dich an ihren Geschenken zu erfreuen. Okay. Eine einzigartige Währung. Das haben wir doch gar nicht gehabt. Wir haben einen Kometensplitter und Erinnerung. Also höchst seltsam eine unauslöschliche Narbe in der Psyche. Und dazu noch ein bisschen Geld. Das war zumindest erfreulich. Also so nervig das Ding ist, man kriegt natürlich diese Kometensplitter dadurch. Und die kriegt man sonst quasi gar nicht. So gesehen, wer wäre ich mich zu beschweren? Jetzt die Frage, machen wir hier weiter? Wir sind schon tüchtig gestresst durch unsere Konfrontation mit dem Ding. Wir haben allerdings auch noch keinen normalen Gegner getroffen. Ich würde sagen, Kamarov futtert hier mal ein bisschen was und dann machen wir noch ein bisschen weiter, oder? Also wir wollen es nicht übertreiben, ohne Frage. Aber da geht noch was. Aber ich habe den Eindruck, dass wir das nicht zu Ende bringen hier. Ein weiterer leerer Raum und jetzt geht es da runter. Also wir müssen nur Räume erkunden, das heißt, bis dahin müssten wir kommen. Das ist sogar realisierbar. Ne? Also hier müsste eigentlich in dem Raum erst ein Kampf kommen. Versteckte Erbstücke, alles klar. Nehme ich gern mit. Ich habe auch keine großen Rücklagen mehr, was Fackeln angeht. So, in dem Raum ist jetzt ein Kampf. Wenn der jetzt nicht allzu tragisch wäre, wäre nicht schön. Okay, wir haben einen verfluchten Riesen und 2 quälende Beißer. Das sind die jeweiligen Level 3 Versionen ihrer Art. Die haben irrwitzige Ausweichenwerte von 36. Und der Riese hat 137 Lebenspunkte. Und auch also tatsächlich 21 Ausweichen ist gar nicht mal so wenig. Heißt, was machen wir? Der macht auch noch Giftsporen. Sollen wir uns buffen oder sollen wir hauen? Ich glaube, wir hauen wieder. Ja. Ja, wir machen einen Doppeltreffer. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Und auf jeden Fall die Gruppenheilung. Das sieht doch erfreulich aus. Jetzt ist eigentlich Stress das Hauptproblem geworden. Ah, sehr gut. Unser Hund beißt die anderen Hunde. Danke, Fifi. Press this advantage.
Nehmen wir das erste Vieh schon mal los. Das ist ganz entspannter Kampf tatsächlich. Spuren der Verwirrung. Was ist das? Das verteilt mich neu. Erinnert euch daran, was ich von diesem Arbeitsminuetto halte. Gleiches Problem hier. Aber ich glaube, fast alle von mir können relativ nett agieren, da wo sie jetzt hier so gerade stehen. Ist also nicht ganz so schlimm. So, alle wieder komplett voll. Kamarov blutet noch dreimal für vier. Und demoralisiert alle. Alle sehr giftresistent. Der blutet schon. Komm. Widersetzt sich leider dem Gift, aber das war trotzdem ganz nett. Was war denn das? ...56 Schaden. Dein Scheiß Ernst? Boah. 56 Schaden auf einen Schlag? Kann nicht wahr sein. Schnell weg mit dem Hund. So, dann bleibt da noch der verfluchte Riese. Und dieser verfluchte Riese, der macht mir verfluchte Angst jetzt. Er blutet so aus allen Löchern. Aber er haut wirklich so fest drauf, wie ich das jetzt nicht unbedingt erwartet hatte. Puh. Verflucht seist du, verfluchter Riese. Ich glaube, Selbstheilung macht gar nicht so viel Sinn. Der muss hier den Schaden machen, der Wolfgang. Na. Solche Sachen sage ich immer, wenn danach jetzt mal gerade keiner trifft. Ja, ja, Kamera auf. Laber nicht. Du schmeißt hier so ein Dolch. Ist okay. Nee, Hetzjagd. Okay, ich will echt gar nicht Hetzjagden. Boah, das ist echt Verschwendung mit ihm. Hallo, Ulfgang. ...28 auf Brisk, alles klar. Ja, das ist ein Problem. Der kann jetzt sterben auch wieder, ne? Der hat hier 4 Schaden pro Runde drauf und also das ist ja Wahnsinn, dass dieses Viech an Krits rauskloppt. Ist wieder ein mega riskantes Ding und ich kann nichts für ihn tun. Und er ist ja auch noch dran, diese Runde. Oh, oh. Oh. Okay, also merken, Asprügel die nächste und Krabums, 24 Schaden Ulfgar, klar. Und wieder zurück an der Schwelle des Todes. Diesmal nicht ganz so tragisch, aber das sollte man nicht so laut sagen. Der widersetzt sich auch jedem Scheiß da. Meine Adern brennen. Sprach es ja, komm. Doggy, zumindest. Genau, zumindest von dir erwarte ich jetzt noch was. Boah, verfluchter Riese. So, 4 Schaden pro Runde. Ja, Ulfgar, du haltst dich da mal. Leute! Kann man auf, passt. Astprügler Wolfgar! 31 Platten. Ja, das sind so Sachen, die passieren halt, wenn man regelmäßig mit dem Baumstamm verprügelt wird, ne? Jetzt verreck doch mal bitte 6 pro Runde. Hm. Von 8 muss ich noch machen. 5. Komm, komm, komm. Boah, 11 setzt sich. Aber. Tot. Boah, das war aber auch wirklich ein verfluchter Riese. Also, so einen verfluchten Riesen habe ich aber noch nie gesehen. Okay, Zelt des Reisenden. Jemand hat hier sein Lager aufgeschlagen. Vielleicht hat er irgendwas dabei, was wir noch nachwürzen können. Nein. Ja, dann suchen wir einfach das Zelt. Wertvolle Dinge gibt es dort. Oh, ja, jede Menge sogar tatsächlich. Der hat hier ein paar
Jede Menge Geld hat er gefunden und alles Mögliche, das ist gut. So, Essen. Thema Essen. Ihr braucht eigentlich beide. Eins, zwei. Und eins, zwei. Ich kann mir mehr nicht leisten, wenn ich hier noch weitermachen möchte. Möchte ich hier noch weitermachen? Oh, Mann, Leute, ich bin mir unsicher, ob ich hier noch weitermachen möchte. Ich müsste eigentlich noch zwei Kämpfe schaffen. Aber durch das Ding von den Sternen und diese wahnwitzigen Riesen, der wirklich mich sehr unangenehm überrascht hat jetzt gerade, bin ich sehr verunsichert, ob das hier ein Ort ist, an dem ich noch länger durchhalten werde. Ich würde sagen, ich mache weiter. Mit sehr wenig Lebensenergie und drei Leuten, die sich von der Schwelle des Todes erholen. Nee. Ich habe jetzt soeben beschlossen, ich mache nicht weiter. Ich nehme lieber den Stress, weil ganz ehrlich, die sind alle auf einem hohen Stresslevel. Die zwei haben zu wenig Lebensenergie. Und es ist nur ein verdammter kurzer Dungeon. Die Belohnung ist nicht wert. Ich breche die Quest ab. Ich gehe nach Hause. Ich habe den Loot vom Ding von den Sternen bekommen. Ich gehe fröhlich und meiner Dinge und alle leben noch. Und hey, wir haben diese Erinnerung gelootet. Ich bin sehr gespannt. Ja, also einiges zusammengekommen und die Quest ist zwar nicht abgeschlossen, aber ehrlich gesagt bin ich trotzdem ganz zufrieden. Büstenurkunden können wir alles gebrauchen, ein paar Schätze und vor allem, wir leben noch. Ulfgar ist ein Hasenfuß. Kam aber auf das Labyrinthdorf und ist jetzt prismatisch isoliert. Hatte das nicht jemand anders vorher? Der hat plus 5 Ausweichen. Okay. Graue Fäulnis. Plus 20% Lebenspunkte, aber minus 10 Präzision, minus 10% Schaden. Das ist ja mega. Das heilt auf gar keinen Fall. Ja, minus 10 Präzision, die betäubt halt zwischendurch mal einen, aber ansonsten ist der Präzision und Schaden total egal. Die hält auf jeden Fall die Krankheit fest. 20% ist ein Traum. Graue Fäulnis, das ist glaube ich das, was die Tochter von Stannis Baratheon hatte, oder? 100% Splitter in dieser Wolke gesammelt. Die turbulenten Strömungen im Äthersturm sind heute besonders stark. Die Kometenpartikel vibrieren mit zusätzlicher Intensität. Ich glaube, dass das ein guter Tag ist, vielleicht gleich mal auf den Bauernhof zu gehen als nächstes. Übrigens, ich wollte hier mit dem Schwein noch was nachgeguckt haben. Prinz der Schweine, König der Schweine, Gott der Schweine heißt der dritte, alles klar. Eutropia hat ihren Stress verringert. Barbara wird schwerfällig, okay. Und der Sturm ist wieder fit und niemand ist logischerweise aufgestiegen. Haben wir verstanden. Aber wir haben jetzt hier so eine Erinnerung. Und da wäre jetzt die Frage. Okay, die Mühle. Erinnerung, können in der Quest die endlose Ernte gefunden werden. Die Mühle, da brauchen wir 10 von diesen Erinnerungen für. Boah, das ist viel. Und wir brauchen auch wirklich nur 10 Erinnerungen und sonst nichts. Aber wenn wir die denn dann mal irgendwann zusammen haben sollten, dann gibt es keine zufälligen Hungerattacken mehr. Und das wäre natürlich mega stark. Ich sehe mich allerdings nur nicht 10 von diesen Erinnerungen in näherer Zukunft sammeln. Aber naja. Ansonsten, wir hätten 99 Splitter, damit könnten wir jetzt tatsächlich mal was bauen. Und das gucke ich mir jetzt an. Also wir könnten unsere Laudano- und Weihwasser-Effektivität verbessern. Wir könnten unsere Heilkräuter- und Gegengift-Effektivität verbessern. Und das war es dann auch schon. Da mache ich aber was von. So, also die Frage ist, würde ich anfangen, mir Laudano zu kaufen, wenn es noch einen Zusatzeffekt hat? Möglicherweise. Außerdem habe ich auch relativ häufig Weihwasser dabei. Ich baue den verdorbenen Brunnen wieder auf. Juwelen-Inventarstapelung um 1 erhöht. Nee, ich baue nicht den verdorbenen Brunnen. Ich widerstehe der verbotenen Frucht und ich war tatsächlich auf die 125. Ich weiß leider nicht, wo man nach... Ah, hier unten 105. Kann ich die eintauschen? Nee, die Splitter kann man nicht tauschen.
Doch, kann man. Aber nur in die andere Richtung, ne? Ja, also für Wappen irgendwie Splitter kriegen gibt's nicht. Aber wir könnten hier schon einiges machen, ne? Soll ich vielleicht doch mal was tun? Also ich habe gerade Geld, habe ich nicht. Lichtstärke ist effektiver. Für 300, okay, für 300 ist natürlich hoch. 15% Heilung beim Essen, jede Woche etwas kostenlose Nahrung. Das läppert sich sicherlich auch. Also am liebsten, na die Blutkette, wo im Moment ist sie natürlich überhaupt nicht mehr aktuell. Ah, 10% heilen mit Vestalin und die ganzen anderen Effekte, das wäre auch richtig cool. Aber 200 Zettel, ne, die sehe ich auch im Moment nicht passieren. Ne, Leute, wir bauen immer noch nichts. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu sparsam, aber so richtig 100% begeistert tut mich hier nichts. Wir machen morgen weiter und vielleicht gucken wir da mal im Bauernhof vorbei. In diesem Sinne, bis dahin, ciao, ciao.